Hallöchen, Leute! Sound muted. Hallöchen, Leute! Und willkommen zurück zu Let's Play Penumbra Overture. Viel gibt's nicht zu sagen. Wir haben im letzten Part hier ein bisschen was abgeräumt. Scheiße, das könnte ja jetzt sogar der letzte Part werden. Mir fällt gerade eine Sache auf. Ein Scheiß. Dreck. Das könnte jetzt wirklich der letzte... Nee, ich glaube, so viel Fortschritt werde ich jetzt nicht erreichen. Ich muss jetzt nämlich zum Incinerator. Zum Chitter Chatter. Der Anno wird wissen, was ich meine. Wo bin ich? Da. Läuft. Und da wird's dann, eigentlich sobald ich da im Incinerator bin, brechen eigentlich schon die letzten Minuten dieses LPS an. Eigentlich. Hab ich vor. Eigentlich. Ich weiß ja nicht, wie schnell ich das jetzt hin... Aha! Dafür also. Mann, bin ich gut, das in der richtigen Reihenfolge so gemacht zu haben. Mir fällt gerade eine Sache auf. Ich brauchte 6 Flüssigkeiten. Ich habe, glaube ich, nur 5. Ich müsste A bis... Yes. I wait and wait and yet the pot never boils. I remain trapped in my den of iniquity. Perhaps the gods have toyed with me once more. Sentenced me to yet more years in this place of eternal nightlight. But now, maybe my ill advice has ended you. Have you rung death's doorbell? Please don't leave poor Ren all alone once more, like all the others. Okay. Ich müsste Flüssigkeit A bis F haben. Ich habe A, B, C fehlt. Ich muss nochmal zurück. Ich habe anscheinend irgendwo was übersehen. Vielleicht habt ihr mich auch schon in den Kommentaren angeschrien. Oder ich wurde jetzt privat schon angeschrien in der Zwischenzeit. Ich mache ja immer noch gerade eine Blogaufnahme, weil ich gerade viel, viel Zeit habe. Deswegen, ja. Kann sein, dass ich da was übersehen habe und das jetzt noch nicht nachschauen konnte. So, hier muss noch irgendwo eine Sache sein, die ich nicht gefunden habe. Ah, da hast du dich versteckt. Gut, ab alles. Ab wieder zurück. Ich will nochmal sicher gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut. Ich muss mich ja voll übel verzählt haben, als ich damals durchgezählt habe. Na gut, ich und zählen, das sind so zwei Sachen. Und Section B? Nein! Ich will nicht zur Sektion B. Incinerator, da will ich hin. Na gut, wollen ist auch so eine Sache, aber muss ich jetzt hin. Und einmal um diese Ecke und... Zack. So. Okay. Genau. Dafür brauchen wir jetzt die Flüssigkeit. Ich weiß nicht, ob ich schon mal irgendwie... Solche Stellen kenne ich zu Genüge aus Requiem. Oh, ich erinnere mich, was jetzt... Ah, stimmt. Ah, verdammt. Oh, geht sogar noch außen auf. Okay, nix. Das Licht von euch. Also kein Luststäbchen. So, we were as a potion mixer with the explosives book being my guy. Brauche ich dafür. Das brauche ich. Einfach mal schnell speichern. Was ist denn hier eigentlich? Wolle hat Nachrichten geschrieben. Also, these things, I don't know, don't like this, bla bla bla, liegen wegen part of me here. Ja. Aha.
Nochmal ein bisschen Schmerzmittel. Okay. Das könnte jetzt wirklich ein bisschen dauern. Do not forget badly at me. Blablabla. B A D C F E. B A Bad C F E. Bad C F E. Bad. The gas supply before I can light this burner. Okay. Before I can light this burner. Wo ist doch die B? Nicht? Notes. Badly. Administered. Dopamine. Clouds. Frequently. Everything. B. A. D. B. Ich glaube, die Stelle werde ich vorspulen. Das ergibt keinen Sinn. Oder muss man es andersrum machen? EFC vielleicht dann. EF. Wartet mal ganz kurz. Okay, das war seltsam. Labeled with D. Okay, scheint zu sein. Okay, das ergibt keinen Sinn. Okay, wenn ich jetzt ein bisschen ruhiger war, ich habe gerade probiert. Und muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Da das nicht zwingend einfach ist, so ein hochexplosives Ding. Ich wollte schon sagen, ach komm schon, wie soll ich das schaffen? Aber gut, wir reden hier von Penumbra und dem Hauptcharakter Philipp. Okay, eine Lunte. Und ein Feuerzeug. Ah! Ja! Jo. Scheint nicht zu sein. Ah. Wie gut erinnere ich mich denn hier dran? Gut, brauche einen Schlüssel, habe ich nicht. Ab in die andere Richtung. Gut, hier werde ich jetzt mal nicht durchrennen, hier werde ich... Und ich werde jetzt auch wahrscheinlich erstmal eine ganze Weile kurz ruhig sein. Und euch die Szene genießen lassen. Good evening. You actually came. There is much that should leave my throat box now. But words elude me. You came, you are so pretty, but I have been bad.
The underworld already beckons me, so I suppose one further misdemeanor will change with me. It is false pretension and not guiding light with which I have led you here. I cannot give you the answers you want. You may wish to find what it is you seek, but that is a fiction. You cannot know what it is you sought through the vast leaden doorway, or else you would seek anything else in the world. No, the key stays with me in here, so the life that has led me, horrible as it may be, is better still than the life that waits for you, hungry behind those doors. As replacements go, you shall be admirably abnormal. But you must wonder why this metal-burning chamber is talking to you in a voice you knew only as red. For it is I, your companion, residing within. You see, I have waited for this day so many years. They won't let me die. They have parts of my head are not my own. And I cannot take my life. It is against the rules. Please, the pain has gone on for so long. All I wanted was a friend, but now the time for chit-chats and marshmallows by the fire has ended. And I hope that soon, so shall my life. I have knocked on the death's door for so long. Please, let him invite me in for tea. Ja, in diesem netten Verbrennungsofen, unser Freund namens Red. Why would Red want me to kill him? Why like this? What can I do? Ja, mein Freund. Leider nichts anderes. Red, I'm so sorry. Whatever happened to you down here, it's over now. Ashes. All that remains of my only friend down here. Redski. Ruhe und Frieden in diesem, wie wir es immer so schön nannten, Chitter-Chatter. Ah. Das ist, Key Red was guarding from me. Was he trying to keep something hidden, or was he really trying to protect me? Ja. Da hinten war eine verschlossene Tür. Also gehen wir da hin. Von hier aus hat er wahrscheinlich immer uns die ganzen Nachrichten geschickt. See Red now, sitting here, guiding me. I probably wouldn't be standing here now if it wasn't for him. Why did he have to leave me down here alone? Was zur Hölle? Ja. Young Red's predicament. My dearest friend, how are you? I'm as well as can be expected. I have some sad news, though. A few days ago, there was some kind of collapse and some of the ceiling of the cave fell in on me. What scares me is that I was in an off-limits part of the mine. They may not look for me here, but if they do and they find me, I'll be in so much trouble. But I don't think I'll have to worry about that because I'm not sure I'll be getting out of here. I don't mind so much. I've been working in the mine for about 3 weeks now. I'm really proud that I can send money home, but it's pretty tough though, work, and so far, you're the only person that really been nice to me. Plus, I have some nice company down here. There's some friendly kinda creepy crawlies, and some books I brought from home that I was taking to the rec room. If you think about it, I was really quite lucky I had all this stuff with me, otherwise I'd be bored stiff. As it is, I have Shakespeare, Bronte, Nietzsche. Perfect bedtime reading, although I suppose I might be trapped here long enough that I have to read them twice. I always used to ask my mom how long people survive without food and things.
I read how some people can survive underwater for over 5 minutes and some people last in the desert for weeks. But she always said you had 3 minutes of air, 3 days of water, etc. I suppose I'll probably find out soon enough. I guess if I had to, I could find food around the place. Look, like I said, there's all sorts of creatures here, but they are better off as my friend than my lunch. I wonder whether I shall starve to death or go cave crazy first. Neither sounds too much fun, I guess, but if I had to choose, I'd say I'd want to go mad. It sounds like an adventure. Tom Redwood, proper mine worker, December 1970. Yeah, age 14. Red. Poor Red, I'm so sorry. You're at peace now. Red is dead. Nobody talk to. Get out. Ed is hurting. Please, let me die. Oh, Mann. Macht mich immer richtig traurig, wenn ich diese ganze Sequenz durchleben muss. Und das ist das erste Mal, dass ich die wirklich spiele. Leaving out how Red managed to catch and kill this thing, it's quite clearly inedible. Poor guy must have been close to starving to death. Ah, verdammt, ich dachte, ich kann es ihm schon rösten nochmal. Oh, ich kann speichern. Wozu eigentlich? Gute Frage. The chains on his arms are visible now. Not there, out of choice. Father looks on aghast. He clutches some notes, shaking hands. He knows what has come, what the man has released. The only one who could stop it, Howard, knows the real fear. Stimmt, der Vater ist ja Howard. If I never see another of these things, I don't know. I don't like them, but at the same time, I know that I'm leaving a part of myself behind. Blah, blah, blah. Oh, das ist noch was. Keine Ahnung. Aha. Oh. Toilet. Ugh. No wonder he was getting hungry. What a final meal. Ration slacks. Still, knowing Red, perhaps he enjoyed them. How many hours did he spend with his neck in the snooze just trying to end it all? Schraubenschlüssel, verdammte Kacke. Das sieht aus wie ein Gesicht. Okay. Was ist da drauf geklebt? Okay. Auf Wiedersehen, Mine. Dass wir uns nie wiedersehen. Can't get a hold of it. I need something to lever it open. Put it down a note. Here's the locked door that Red has been leading me to. I need to get it open. Hab ich noch. Hab ich noch. As I stepped into the mouth of the underground facility, there should have been questions, fears, doubts running through me. Instead, I was torn in two. Part of me I felt had died, along with my only ally and friend. His final words had raised more questions than they'd answered, and I couldn't get his screams for help out of my head. Despite knowing deep down that the pain I had caused Red was itself all the help I could have offered him. I was alone again. But I had nothing to do other than press on into the unknown. If I had felt so bad about Red, I should have listened to him and stayed where I was. I would trade his fate 100 times for my own. The other side of me was looking forward to what might await me in my continued journey. I felt sure that I would soon find some clue or other to my father's fate, and that he was inextricably linked to everything that was happening. I also couldn't help that
but suspect that everything I had seen up until that point was just symptomatic of whatever lay beyond the threshold. I know now I was right. Welcome to the shelter, established 1973, elevator cast 4, chief staff 6, lower cast 39, temporary 8, total population 57. The exit is... Man who at first descended into the mine was no more. So began my next chapter. To be continued. Ja. Ja, Leute. Das war Penumbra Overture. Und das Spiel. Die Story geht natürlich weiter im nächsten Teil und der wäre dann Penumbra Black Plague, den ich natürlich auch Let's Playen werde. Ihr könnt euch natürlich auch ein anderes LP anschauen, wenn nicht meins, beim lieben Diano257, der macht das auch. Und es gibt nicht viel zu sagen, das ist das erste Mal, dass ich selber dieses Spiel durchspiele. Ich habe vorhin nur ein LP geschaut und das war von einer längeren Zeit, aber ich kann da anscheinend noch recht viele Sachen. Im Gegensatz zum zweiten Teil fällt mir von den Rätseln bis auf die Demo nichts mehr ein. Ich weiß auch nicht mehr wohin, was als nächstes. Der erste Teil blieb mir irgendwie noch so im Gedächtnis, vielleicht wegen Red, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Aber der zweite Teil war dann doch nicht so tief. Auch wenn ich eine Sache im zweiten Teil richtig sehr feiere. Und die kommt bald beim anderen, wenn sie nicht schon kam, wenn das Spiel draußen ist. Garantiert. Es ist einfach ein wunderschönes Spiel. Ist einfach so. Durch dieses Game kriegt man auch nochmal so einen richtigen Eindruck von einem richtigen Survival-Horror-Spiel. Denn Penumbra ist das Beste, was man für Survival-Horror findet, meiner Meinung nach. Amnesia vielleicht auch. Amnesia müsste ich auch noch spielen. Vielleicht wird sogar eine LP draus. Weil das würde ich dann auch teils blind machen. Ich weiß nicht, wie weit ich schon fortgeschritten bin damals mal. Aber ich wüsste, dass ich auf jeden Fall noch recht wenig davon kenne vom Originalspiel. Ich kenne ein paar Custom-Stories, aber das war's dann auch schon. Aber erstmal wird hier die Reihe zu Ende. Requiem werde ich auch machen, auch wenn ich bei diesem Spiel mehr als nur sehr enttäuscht bin. Aber das Spiel ist erstmal nichts zur Sache. Okay. Da wir jetzt hier im Hauptmenü sind, würde ich sagen, war's das mit Let's Play Penumbra Overture. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten LP von Penumbra Black Flag. Wieder hier in der Penumbra-Reihe. Bis dahin. Ciao, Leute.